Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Morgan Siakam von den Fragda und ich bin wieder in Blood in the West. Das ist eine Mod für Mountain Blade Warband. Und ich hatte euch die Mod zwar schon mal gezeigt, aber wie war das? Ach doch, da hatte jemand gefragt, ob ich das nicht ein bisschen richtig weiterspielen kann. Klar, kann ich machen. Aber dann muss ich nochmal neu anfangen, weil da muss ich meinen Charakter ernsthaft überlegen und nicht nur einfach so ein bisschen was anklicken, weil ich euch einfach nur schnell die Mod zeigen will für das Infrakt. Da gehen sie schief. So, also wir sind drin und bla bla. So, was wollen wir denn spielen? Ich glaube, ich nehme einen Reiter von Rohan. So. Ja, in dem Fall natürlich Nomade als Rohimir. So, ja, ein Steppenkind natürlich. Wobei, natürlich können wir sagen, ich bin bei einem von den Lords, was? As a girl grown out of childhood? An welcher Stelle habe ich denn entschieden, dass ich einen weiblichen Charakter spielen will? Okay. Tja, bei der Auswahl. Nehmen Schmied. Bla 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 bla. So, warum sind wir Abenteurer? Weil wir Macht und Geld wollen. Passt das zum Rimir eigentlich nicht wirklich, gell? Genau, wir wurden vertrieben aus unserem Zuhause von irgendwelchen Truppen von Isengard. Das passt natürlich viel besser. Ja. So. Ist doch wurscht, oder? Wenn wir halt verkacken, verkacken wir halt. So. Now enter your name, distribute your attributes, skill, blablabla, bla bla. Habe ich jetzt eigentlich wirklich einen weiblichen Charakter? Steht das hier irgendwo nochmal? Nee, gell? Wäre natürlich jetzt wichtig wegen dem Namen, aber egal. Wir nennen uns Monty. Ja. Ein Rohimir namens Monty, das ist mal was Neues. Aber wir können ja probieren. Ja, komm. So, Attribute. Wir geben mal was Charisma. Immer sind wir charismatische Anführer, ja, muss ja sein. So, Looting war, glaube ich, mal ganz gut, ne? Leadership treiben wir nochmal hoch. Das gute Anführer sollten wir ein bisschen in der Heilkunst. Alles andere natürlich auch nützlich, können wir noch gucken. So. Gott. Jo, dann. Tutorial, adjust your character's face. Ich würde sagen, das ist ein Mann. Aber in dem Bart. Einen richtigen Bart. Nicht zum. Das ist mein Bart. Da haben wir es im Winter nicht so kalt. Auf der anderen Seite, das ist cooler. So. Brauchen wir Haare auf dem Kopf. Das ist so ein Steppenkrieger, sieht das doch aus. So nach einem Westfold, eher Ostfoldreiter. So. Nee, die Rohimir als Nordleute sind schon eher hell. Blond oder rot? Das wäre jetzt die große Frage.
Der sieht eigentlich schon eher nach so einem Ruhimierer-Kriegsvolk-Heini aus, oder? So ein bisschen rumgekommen. Oder runtergekommen, ja, die Mimans. Ah, das ist ein Anführer, den kann man nehmen so. So, Age. Ja, ganz alt soll er nicht sein. Ja, passt schon. Gut, da brauchen wir nicht dran zu gehen. Dann. So, you hear about Miller's land torn between blah, blah, evil and glorious kingdoms building bla 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 blub blub blub. Wir kennen uns aus im Lande Mittelerde. So. Die. Namoria. Nee, lieber mal nicht. Bleiben wir erstmal im Gebiet von Rohan. So, top, top. Immerhin habe ich schon mal direkt eine schöne Ausrüstung, gell? Alter, Gandalf, lauf mir mitten in den Schuss. Ist das ein Angreifer? Nee, war kein Angreifer. Gut, dass er den Bolzen nicht abgekriegt hat. Nein, du sollst mit ihm reden. So. Ja. Yet always had brilliance in the hills, labarababa. Don't know what, bla bla. Ja, natürlich bin ich interessiert. Zack, Geld bekommen. Also 5 Mann soll ich anheuern. Sehr schön. Na Jungs, alles klar mit euch? Passt so, viel Spaß hier Ring suchen und so ein Zeug, gell? Obwohl, reden wir mit ihm. Hey Ranger! Well, sir, then you must help me. Okay, a small hobbit can is all somewhere. Okay. Streiche, genau. I know from North, from Rare Dynasty of the Dunedains. Laber, laber, laber. Ich soll die 300 Dinare leihen. Ich habe selber keine Kohle. Gott. Ja, ich werde kaum in Mittelerde schnort mich Ga Aragorn an. Hä? Wie geil ist das eigentlich? So, jetzt beklauen wir erstmal die anderen, oder? Also, geht jetzt nicht. Alle auf. Gut, wir sind in Edoras. Schön. Schick. Trotzdem sollten wir nochmal nach Edoras reingehen. Ich brauche nicht Soldaten. Cool. Was machst du denn hier? Sehr cool. Toll. Ich habe 200 Denare? Ernsthaft? Wo habe ich denn 200 Denare? Gut, ich hatte 200 Denare. Dafür habe ich jetzt aber einen Mitkämpfer. Das war schon mal ganz geil. Sehr geil. Ich habe genug. Mit einem Mann habe ich jetzt genug. Der zählt als 5. Ist ja auch gut. Okay, mein Questlog ist gedönst.
Oh, Eowyn treibt sich in der Kaverne rum. Wenn das Papa wüsste. Ernsthaft? Eowyn hat auch. Cool. Eowyn, ich hab Eowyn auch. Hey, ist auch gut. Oh, Enid Waste 3. Die sind was wert für einen Kampf. Toll. Ich würde ja gern euch anheuern, aber ich habe kein Geld. Gott, Gott, ich heuer schon anders an. Dann mit edlen Gefährten. Cool mit Eowyn. In meiner Truppe. Wenn der was zustößt, bringt mich Theoden um. Und Eomer auch. Das ist, glaube ich, sicher. Irgendwie hat ich mir Idoras anders vorgestellt. Ich hatte es irgendwie anders in Erinnerung vom Film her, aber trotzdem ganz gut alles. Wunderbar. Ja. Lief. Wobei ich hätte in der Arena, glaube ich, Geld verdienen können, oder? Ah, egal. Nach Meduseld. Suchen wir uns mal Goblin Looters hervor. Ja, wir sind nur zu dritt. Vielleicht soll ich mich nicht. Da sind vier. Wieso habe ich 12 Mann? Ach, man hat sich die kompletten Gefährten angeschlossen. Plus die anderen beiden. Ja, gut, dann ist das kein Problem. Dann jagen wir die sieben hier. Ergebt euch oder sterbt. Wer bieten denen das an? Ernsthaft? Wir bieten denen an, sich zu ergeben? Das sind Orks. Okay. Wieso habe ich eigentlich die ganzen Gefährten dabei? Ja, ich will mich nicht beschweren. Mit der Truppe kann ich ja nicht verlieren. Hi, Gimli. Wo rennen die jetzt eigentlich alle hin? Warum habe ich eigentlich kein Pferd? Ich dachte, ich hätte ein Pferd. Ja, dann laufe ich halt hinterher. Hinter uns? Nö. Da vorne wird schon heftig gekämpft. Können wir mir mal einen übrig lassen? Nee, die lassen mir keinen übrig. Nee, andererseits, da kommt schon schnell zu Geld. Ja, toll. Der heißt Party in Gondor. Ja, cool. Auf jeden Fall haben wir Beute gemacht. Wieso habe ich... Ach, die Pferde, auf denen sitzt Aragorn, oder was? Wir haben ihnen die Hände abgehakt? Echt jetzt? Okay. Wir hatten das gemacht. Einer von den Hobbits. Ich tippe auf Gimli. Der dürfte kein Problem mit gehabt haben. Okay. Und schon wird wieder hinne rumgestichelt zum ist nach dem Kampf ist er Kotze gegangen. Wieso denn her? Seit wann ist der denn weiblich? ich habe keine Zeit für so einen Quatsch. Ihr seid erwachsene Mädchen scheinbar. Könnt ihr. Ich mach das unter euch aus. So, wir gehen jetzt zurück. Ich verkaufe den ganzen Knuddelkit. Ach Quatsch, ich wollte doch nach dem, weil ja Idoras nicht nach Osten in die Ostfold. So, Marketplace. Den ganzen Krempel können wir verkaufen.
Alles klar. Jetzt aber nur mal ganz anders Inventory. Ich habe den einen Ring. Ernsthaft? Ach so, ich kann nicht. Was bin ich denn bitte schon für ein Kind, der sterben will, dass ich nicht reiten kann? Hallo? Charakter. Wieso kann ich denn nicht reiten? Riding 1. Okay. Ja, das müssen wir dann bei Gelegenheit mal irgendwie ein bisschen hochpushen, weil das kann ja nicht sein. Ernsthaft jetzt? Kein Pferdchen? Machen wir wahrscheinlich Werkzeug dabei, das können wir direkt verkaufen. Ja, Nahrung brauchen wir ja für die Truppe. Ja, egal. So, aber dann können wir ja eigentlich... Leaf. Dann Camp. Take an action. Select a book. Retire from my train. Back to camp. Ich wollte mit Aragorn reden. Party. Da ist es. So, Aragorn. Talk. Der wollte doch Geld haben. Tja, scheinbar jetzt nicht mehr. Warum ist hier über einen Ring eigentlich drauf? Return, never mind. So, Eowyn, da kriegt die halt ein Pferdchen. Talk. Equipment. Return. Wieso kann... Die ist doch toll im Reiten. Warum kann ich dir kein Pferd geben? Ryers 2, benötigt 2, benötigt 3, die müsst doch können. Alter, das ist jetzt Bullshit, was soll denn der Quatsch? Hier ist, da liegt halt überall irgendwie ein Ring drauf. Ach, das ist ihrs, das ist meins. Alles gut. Wunderbar. So, die haben jetzt einen Gaul. Dann hocken wir den jetzt auch noch auf Pferdchen. Alles klar. Haben alle was, seine Füße. Ja, kann man nicht den Kram verkaufen. Ja, das ist auch besser als das da. Ja, egal. Dann... Aber eigentlich könnten wir dann jetzt die Jungs aus der Taverne noch anheuern. Haben wir jetzt noch nicht. Wunderbar. So, wo sollen die nochmal sein? Ja. Lief. Wo sollen die denn nochmal sein, diese komischen Banditen, die wir jagen sollen? Band of Robbers. Orkish Rebel. Goblin Dutes. Ah, das sind die, okay. Glückstreffer. Das ist eine super Antwort, oder? Habt ihr Gold? Nein, aber wir haben Stahl. Also nein, habt ihr Silber? Nein, wir haben Stahl. Ja, egal. So. Na Jungs, alles fit? Na mein Kommando, super, oder? Alles fit im Schritt. Mensch, habe ich eine riesen Armee direkt. Hobbits und Enid Ways und keine Ahnung. Egal. Ich finde es ja schön, dass meine Kavallerie keinerlei Kommando irgendwie sinnvoll ist. Wir rennen einfach wie die Irren auf die Gegner zu. Was sonst? Ja, Gandalf, ich glaub, die jetzt alle platt.
Also Kinder, wir sollten nur über Taktik reden, weil so geht's nicht. Ja? I spare me, spare my life, let me go. Near Snowborn. Alles klar. Sir, I hope you do not mind me telling you this, but in my Gandalf. Mary sucht Stress mit Gandalf, sehr geil. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe mit einem Scheiß. So. Der Snowborn ist doch. Genau. Kidnappers Hideout, da ist es. You approach the hideout, the goblin don't appear, I spot you yet, you sneak. Ach, wir greifen jetzt an. Ja, warte mal. Bei Gelegenheit muss man rausfinden, wie man ja nochmal irgendwie Befehle gibt. Naja, ich meine, sie müssen jetzt alle zu Fuß laufen. Obwohl wir die Befehle kaufen bei der Treppe, ja? Kinder jetzt nicht verfranzen. Legolas schießt auf jeden Fall schon mal begeistert Pfeile. Junge, Pfeile kosten Geld, schickt die Hobbits. Jungs, ich sag's euch ungern, ihr habt euch in der Textur festgelaufen. Aber da ist eine Höhle. Und da sind Häuser. Wir gehen mal zu den Häusern. Und seid ihr böse? Die scheint böse zu sein. Leute, ich könnte hier mal Hilfe brauchen. Kinder. Hier, Aragorn, hau die mal weg. Dankeschön, Aragorn. So, da ist hier ein Schütz, oder? Ja, Legolas schießt schon offen. Halt. Ja, super. Endlich Beute. Sie kam aus Moria. Ich glaube, niemand von uns will sich das Ding auf den Kopf setzen. Ich glaube, die können wir alle beim Händler lassen. Ich hoffe ja einfach mal, dass der das Zeug einschmilzt, daraus vernünftige Waffen herstellt. Und dass ich nicht demnächst irgendwelche Ruhimir-Truppen sehe mit Goblin-Ork-Ausrüstung. So, dann auf nach Edoras. Treffen wir den jetzt eigentlich wieder in der Taverne, den anderen? Jo. Sehr schön. Bandits, Ally, bla bla bla. Schwall, Labachababer.
Okay, wir müssen erst irgendwie. Ich muss jetzt erstmal zum Dings Marketplace. Erstmal den ganzen Schwefel verkaufen. Komm, der ganze Krempel braucht kein Mensch, geht mit. Toll, der hat ja nur 199. Das sind irgendwie schneller, gab es ja keine Taste dafür. Oh Mann, in Zukunft muss ich echt drauf achten. Dann gehen wir noch zu einem anderen Ding. Der muss doch Geld haben. Ah, der hat Geld. Ah, shit, das Schwert ist zu teuer. Ja, passt schon so. Pferd. Wir müssen uns bald ein neues Jagdrevier suchen, wo es Leute gibt, Kaufleute gibt, die uns bezahlen können. Schau, wir kaufen uns mal ein bisschen Nahrung. So. Vielleicht rekrutieren wir hier noch jemanden. Bei Truppen haben wir jetzt eigentlich genug, oder? Man weiß es nie so genau. Wer bist du? Ach so, das ist einer von denen. An die kann man Gefangene quasi und Typen. So. Alright. Yes. Yes. You leave the tavern, bla bla, nervous young, bla bla. Alles klar. Wo sind meine Truppe? Oder? Ne? Doch. Jawohl. Haben wir schon mal geschafft. So, wunderbar. Wir haben ja Geld bekommen, Quest gedönst. Wunderprächtigst. Dann würde ich sagen, setzen wir einen Cut und ich komme dann wieder nach Mittelerde, damit ich mit meiner großartigen Armee, die komischerweise gerade eben nicht dabei war, weiter auflöffeln kann. Wir schaffen uns eine riesige Armee, da erobern wir ganz Mittelerde. Super Plan, oder? Und dann, ich glaube, ich werde mir einen Turm in Mordor bauen. Ich wünsche euch was, wir sehen uns hier wieder. Macht's gut, tschüss.